level. Bonjour und schönen guten Tag zu Tag 4. Wieder einmal in La Rochelle. Es gibt hier eigentlich gar nicht was anderes, wo man irgendwie hin will. Einfach hier so schön ist und hier das ganze Leben tobt. Und deswegen zieht es mich immer wieder hierher. Wir hatten ja auch überlegt, damit ihr jetzt nicht das extra Video mit mir bekommt, wo ich euch erzähle, wie das alles hier ist und jeden Tag aufs Neue. Ich glaube, das habt ihr jetzt mittlerweile mitbekommen. Werde ich vielleicht hier und da mal was filmen und das dann irgendwie zusammenfassen oder so. Ich denke, das ist wie so ein Dia-Vortrag. Den finden nur die Leute gut, glaube ich, die da gewesen sind. Und von daher schicke ich euch dann immer wieder mal ein paar Impressionen sozusagen. Schauen wir mal weiter. Okay, weiter. Leute, selbe Stelle, gleiche Welle. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich das schon wieder hier von hier aus filme. Aber wenn man hinten in das Zentrum geht, dann ist, du kannst vor Leute einfach nicht gucken. Das ist hier, im Juli ist das die Hölle. Also du hast da Mann an Mann, Frau, Kind, alles erzählt, alles brabbelt. Kamera hochhalten ist da so gut wie gar nicht. Also das wird dir wahrscheinlich aus der Hand geschlagen. Weiter. Deswegen kann man leider immer nicht mit so einem Handy filmen. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Aber das ist ein Gedränge und ein Geschubse. Dann bleiben sie stehen, dann gucken sie in die Luft. Und also so schön wie es hier ist und so gerne ich auch hierher komme, aber direkt in La Rochelle hier in der Gegend wohnen möchte ich nicht. Also wenn sich hier mal eine Wohnung anbieten würde, dann übergangsweise, aber nicht auf Dauer, würde ich durchdrehen. So, jetzt wollte ich gerade zum Strand fahren. Und jetzt habe ich das hier entdeckt. Ich weiß nicht, ob das der Plage de Mimi ist. Minimis, keine Ahnung. Ich guck einfach mal. Ist ja mal was anderes. Leute, das ist immer noch Tag 4 und so entdeckt man Land, oder? Ich habe mir auch nie einen Reiseführer oder irgendwas genommen, weil ich dachte, okay, einfach entdecken und du wirst auch schon das Passende finden. Weil eigentlich wollte ich zum Châtillon Plage, glaube ich, heißt das Ding. Aber das ist hier anscheinend ein. Das ist so sehr steinig. Da kann man jetzt nicht unbedingt sich hinlegen. Verstehe. Obwohl, da gibt es jemanden, der sich auf die Steine gelegt hat. Das würde ich jetzt nicht machen. Naja, ist ja nicht weniger schön.
So, das war Tag 4. Ich gehe jetzt an den Strand und in den Schatten und bis dann, euer Noah.